Im heutigen Video geht es um Saft. Und damit mal wieder herzlich willkommen in der Bastelbox. Mein Name ist Sebastian und das ist Apfelsaft. Aber um den Apfel soll es heute gar nicht gehen, sondern um diese Packungen. Diese Gebinde hier gibt es ja in 3 und 5 Liter Größen, bestimmt auch noch größer, aber um die soll es heute nicht gehen, sondern um die 3 und 5 Liter Packungen. Und die haben wir zu Hause ziemlich oft und trinken die gern. Aber da gibt es ein kleines Problem. Denn wenn der Karton so auf der Küchenarbeitsfläche oder auf dem Tisch steht, dann komme ich da mit meinem Glas echt schlecht drunter, sondern ich muss es immer über die Kante schieben und dann kann ich da mein Glas drunter halten und das Ganze zapfen. Das ist aber echt ungünstig. Und das zweite Problem ist, wenn der Saft fast alle ist, dann muss ich das Ganze hier ankippen. Das ist zwar im Prinzip schon ein bisschen vorbereitet vom Hersteller, denn zum einen ist hier drin, zumindest in den meisten Verpackungen, schon so ein keilartiger Boden. Das heißt, hier ist schon dafür gesorgt, dass der Beutel, der hier drin ist, quasi ein gewisses Gefälle bekommt. Und auf der Unterseite ist hier vom Hersteller schon vorgestanzt so eine Möglichkeit, das Ganze hier rauszuklippen und dann so einen Aufsteller zu basteln. Na komm raus. Und dann habe ich hier so einen Aufsteller und damit wird das Ganze auch nach vorn gebogen. Also so. Und damit habe ich jetzt hier nochmal mehr diesen Kipppunkt drin, damit eben der ganze Apfelsaft, gerade wenn das schon fast leer ist, nach vorne fließt. Je nach Oberfläche und Standort wird das Ganze dann aber nicht mehr so stabil, denn das Ganze rutscht hier hin, gerade wenn der Karton dann leichter ist, weil nicht mehr so viel Saft drin ist, dann rutscht der schnell rum und kann auch kippeln und so weiter. Und deswegen muss da jetzt eine andere Lösung her. Zum einen, dass ich den nicht mehr immer über die Tischkante ziehen muss und zum anderen, damit das Ganze schon leicht schräg ist und ich automatisch immer den bis zum letzten Tropfen alles aus diesem Container rausbekomme. Mir ist beim Bau des Ständers wichtig, dass das Ganze robust ist. Es gibt natürlich verschiedene Ständer auch schon so im Internet zu kaufen, aber manche würden zwar irgendeinen Designpreis gewinnen, machen aber keinen sehr stabilen Eindruck und andere machen einen sehr stabilen Eindruck, sind aber dafür sehr klobig und kastig und ich versuche da irgendwie so ein bisschen einen Mittelweg zu finden und hoffe, dass mir das gelingt. Als Material habe ich mich für 1,8 cm Bure Leimholz entschieden. Leimholz hat einen Vorteil, es ist relativ schwer und auch relativ stabil. Und außerdem habe ich davon noch jede Menge Reststücke übrig und hoffe, dass Reststücke groß genug sind, damit ich das Ganze dafür nutzen kann. Hier im Hintergrund seht ihr schon mal grob eine Skizze, wie das Ganze von der Seite aussehen soll. Also hier drin ist ein leicht schräger Boden. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so gut zu sehen. Ich versuche es mal ein bisschen anders. So, also ein leicht schräger Boden und hier drauf liegt dann das Saftpäckchen. Und das ist der Ständer an sich. Unten natürlich gerader Boden, damit das Ganze auf dem Fußboden aufsteht. Und hier vorn kann ich dann mein Glas drunter stellen. Wo ist eigentlich meine Kreide? Also hier vorn kann ich mein Glas drunter stellen. Und hier drauf ist das Apfelsaftpäckchen. Und das Ganze ist ein bisschen luftig gestaltet, so dass ich auch verschiedene Packungen in verschiedenen Größen draufsetzen kann. Ich habe mir jetzt das größte Päckchen genommen von den Maßen her, was ich gefunden habe. Und werde trotzdem noch ein bisschen Luft lassen, so dass ich dann nicht, sobald der Verpackungsdesigner sich entscheidet, das in 5 mm breiter zu machen, es dann nicht mehr in meine Vorrichtung reinpasst. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Puffer für die Zukunft mit drin. Ich habe das Ganze jetzt schon mal auf einer dünnen Kabakplatte aufgezeichnet. Hier in der Mitte ist das Brett, wo dann final das Paket drauf liegt. Hinten die Kante ist leicht schräg, vorne die Kante ist schräg und auch oben die Kante ist schräg. Das heißt, es gibt nirgendwo einen rechten Winkel. Wobei, wenn ich das hier mir anschaue, sieht das hier zumindest ansatzweise aus wie ein rechter Winkel. Die anderen drei Winkel sind aber alle nicht rechtwinklig. Aber die Maße sind eigentlich vollkommen egal, weil ich das jetzt auf gut Glück bzw. auf ganze Zentimeter aufgerundet habe. Das heißt, das hier sind 25 cm. In dem Fall ist hier die Höhe, also nicht dieser Strich, sondern die Höhe des Ganzen liegt bei 28 cm. Und hier oben, da weiß ich die Breite ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich das einfach dann verbunden habe als letztes. Wie gesagt, die Maße sind mir auch gar nicht so ganz wichtig. Wichtig ist, dass das Ganze einigermaßen passt. Und deswegen hole ich jetzt hier mal mein Päckchen dazu. Ja, und so sieht das dann mit Päckchen aus. Das heißt, hier unten habe ich natürlich meine gerade Kante, wo das Ganze aufsteht. Hier ist ein leichtes Gefälle, also das Paket kippt leicht nach vorn. Und hier habe ich genug Platz, mein Glas drunter zu stellen. Das ist jetzt ein normales Glas, sage ich mal, mit 250 Milliliter. Und wir haben aber auch größere Gläser. Die haben dann 400 Milliliter Fassungsvermögen und die sollten halt auch noch drunter passen. Deswegen ist der Karton relativ hoch. Wenn ihr nur kleinere Gläser habt, dann könnt ihr hier diesen Abstand natürlich entsprechend kleiner wählen. Und eine Frage stellt ihr euch vielleicht noch. Und zwar, was sorgt dafür, dass dieser Karton nicht einfach von dem Ständer nach vorne runterrutscht?
Und dafür wird es hier vorne einen Anschlag geben. Dafür ist nämlich auch diese vordere Kante schräg. Ich hätte die auch gerade machen können, aber ich möchte hier oben einen Stopp einbauen. Wie genau, das überlege ich mir noch. Entweder ich mache hier ganz schnöde einfach eine Leiste zu der anderen Wand oder ja, es kommt ein Rundstab rein, irgendwas. Auf jeden Fall wird es hier einen Anschlag geben, damit dieser Karton zwar hier auf diesem Brett vorrutschen kann, aber eben dann hier seinen Anschlag erhält und nicht weiter nach vorne rutschen kann. Ich hoffe, das war verständlich, aber ich höre es auch auf zu erklären und baue das Ganze und dann seht ihr, was ich damit meine. Wie ihr jetzt vermutlich gesehen habt, habe ich mir hier aus diesem dünnen Material einfach die Schablone ausgeschnitten und so konnte ich die dann ganz einfach auf meine Reste legen von der Bure und konnte das entsprechend anzeichnen und habe das dann mit der Säge ausgesägt und habe jetzt hier meine recht unförmigen Vierecke. Und wenn ich die jetzt parallel stelle, muss ich erst mal schauen. Doch, ich denke, so passt das schon. Also das wird jetzt die Seitenansicht. Und hier rein kommt jetzt ein Boden, also in die Mitte rein. Ich nehme jetzt hier mal das Stück, das ist noch nicht das Originale, weil das zu schmal ist. Aber ich finde bestimmt noch ein anderes. Und dann würde das hier so leicht schräg reinkommen. Ja, jetzt wühle ich mal in meinen Kisten und schaue mal, ob ich ein Stück finde, was breit genug ist. Ich glaube, ich hatte mich hier auf 17 cm festgelegt. Irgendwo hatte ich es stehen. Hier nicht. Genau, 17 cm soll das Ganze werden. Ich messe lieber nochmal nach. Also wie gerade schon gesagt, 18 cm soll das Ganze breit sein. Also hier einmal 18 cm hinten und vorn. Ja, wie auch immer. So sollte das jetzt ungefähr passen von der Breite her. Und jetzt die Frage, wie lang soll das Ganze werden? Also der Zwischenboden, und das habe ich mir ja schon aufgezeichnet und kann jetzt hier an meiner Schablone abmessen. Das heißt, der Zwischenboden geht nicht bis ganz vor und der soll anders als jetzt hier eingezeichnet auch nicht bis ganz hintergehen, sondern hier auch einen kleinen Einsatz oder einen kleinen Abstand haben zu der äußeren Kante. Und ja, da messe ich jetzt mal. Das ist im Prinzip eigentlich, also da kommt jetzt nicht auf einen Millimeter an, genau genommen auch nicht mal auf einen Zentimeter an. Ich werde jetzt hier das Ganze 23 cm lang machen und dann können wir das Ganze schon irgendwie zusammen dübeln. Ich möchte nicht schrauben, ich möchte also nicht von außen hier diese Fläche verletzen, sondern ich werde das Ganze dübeln, denke ich mal, weil nur kleben ist mir irgendwie auch zu unsicher. Also dübeln und dann sehen wir weiter. So, das sind jetzt jeweils die Oberkanten der mittleren Platte. Das heißt, die kommt so hier rein. So sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus. Was jetzt hier vorne noch fehlt, ist natürlich der Anschlag, damit das Ganze nicht nach vorne rausrutscht. Und dann wird das alles noch ordentlich geschliffen und geölt. Und ja, jetzt überlege ich mir mal, wie ich den Anschlag hier vorne mache.
Für den Anschlag oben habe ich mich jetzt für einen Rundstab entschieden, der ist 12 mm und hier sind jetzt relativ weit oben in der Ecke Löcher gebohrt, also eigentlich nur Vertiefungen und da passt der Rundstab rein, auf der anderen Seite entsprechend genauso und damit habe ich einen Anschlag für mein Saftpaket. So, das Ganze ist verleimt. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich habe jetzt nochmal kontrolliert, ob die Entfernung und die Entfernung, also ob die beiden Seitenteile parallel sind oder ob die halt irgendwie auseinander stehen. Denn am Anfang war es oben beide auseinander und da habe ich das zusammengepresst und jetzt ist es auf beiden Seiten gleich, nämlich 21,6 cm. Und ich lasse das Ganze jetzt erstmal trocknen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass das Ganze wackelt. Das liegt sehr wahrscheinlich nicht an der Werkbank, sondern tatsächlich daran, dass das unten nicht ganz parallel ist, die beiden Seiten. Das heißt, da werde ich nochmal ein bisschen schleifen, damit es wirklich gerade steht. Aber da kommen auch noch kleine Gummifüße ran, denn das Ganze soll ja dann in der Küche, auf der Arbeitsfläche oder auf dem Tisch stehen. Und wenn da mal irgendwie Feuchtigkeit ist oder ein Glas umkippt oder was auch immer, dann möchte ich ja nicht, dass das Holz hier direkt in dem Wasser dann steht, sondern das soll halt einen kleinen Abstand, einen kleinen Puffer bekommen, damit das ja, eben kein Wasser zieht. Gut, ich lasse es jetzt trocknen und dann komme ich wieder und öle das Ganze. Bis dahin, also bis gleich. Eine ganze Weile später wieder zurück in der Werkstatt. Wie ihr sehen könnt, sind die Schraubzwinge schon ab. Und ich bin meiner Lieblingsbeschäftigung noch ein bisschen nachgegangen, nämlich das Schleifen. Und das heißt zum einen, das Ganze wackelt hier nicht mehr. Dass die unteren Kanten sind also jetzt gerade geschliffen. Und ja, auch sonst ist noch einiges geschliffen. Die ganzen Leimreste, die hier rausgequollen sind, sind alle weggeschliffen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Ölen. So, das Ganze ist jetzt geölt und auch schon eine Weile stehen gelassen. Das heißt, das dürfte jetzt ansatzweise schon eingezogen sein. Ich drehe das mal ganz vorsichtig rum, denn ich möchte den Füßen, wie vorhin schon gesagt, jetzt noch solche kleinen Abstandshalter hier geben. Ich habe erst überlegt, ob ich welche zum Einschlagen nehme, aber die gab es nur in 20 Zentimeter Durchmesser und da das Holz 18 ist, hätten die dann also leicht übergestanden. Deswegen habe ich mich jetzt hier für die Klebevariante entschieden. Aber das, ja, ich hoffe mal, dass das trotzdem passt. Ich lebe weiter raus. Ich glaube, ich klebe es lieber ein Stück weiter nach außen. Also ich habe jetzt 1 Zentimeter als Abstand genommen. Ich hoffe, das reicht. Und wenn ich das Ganze jetzt andersrum stelle, dann habe ich jetzt hier unten eine schöne Fuge und wenn halt irgendwo mal ein Glas umkippt oder so, dann wird nicht gleich das Holz geflutet, sondern das läuft da mehr oder weniger drunter weg und es zieht keine Flüssigkeit in das Holz rein. Ja, dann backe ich das Ganze jetzt hier mal ein und zeige euch, wie das Ganze am Ort des Geschehens dann aussieht.
Hier seht ihr das Projekt jetzt auf der Küchenarbeitsfläche. Das ist ja auch Buche, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den Kanal schon länger folgt. Und ja, so sieht das Ganze von der Seite aus. Der Karton liegt jetzt schon drin. Und von vorn sieht das Ganze hier so aus, dass oben der Rundstab drin ist, der halt dafür sorgt, dass das Ganze nicht nach vorne rausrutschen kann. Und ich kann hier auch größere Gläser drunter stellen. Das ist jetzt ein Glas mit 400 Millilitern Fassungsvermögen. Ja, und da kann ich das bequem noch drunter schieben und hier befüllen. Und wenn ich das Ganze nicht mehr brauche, dann kann ich das einfach in die Ecke schieben und ja, dann ist es gut verstaut. Vielleicht ist es aufgefallen, im Hintergrund hat sich auch ein bisschen was verändert. Eure Kacheln, die normalerweise jetzt hier oben hingen, die sind jetzt auf diese Seite gewandert und dafür habe ich hier noch French Kitleisten angebracht. Hier waren ja noch keine drin, sondern das war ein großer leerer Kasten. Und damit das eben nicht mehr so leer aussieht, habe ich die jetzt umgezogen und ja, ist noch genug Platz. Also gerne neue Kacheln senden. Und auf der Seite, hier kommen ja ohnehin noch mehr Boxen. Die liegen alle hier, die muss ich mal zusammenschrauben fertig und dann wird diese Seite auch noch voll mit diesen Sortierboxen, wie sie hier drin sind. Und dann ja, habe ich hier einen schönen bunten Hintergrund und das Ganze sieht nicht mehr so leer aus. Ja, sonst ist nichts weiter passiert in der Bastelbox, also zumindest jetzt nichts Spannendes. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, macht's gut, werdet nicht krank oder werdet wieder gesund, je nachdem. Und wir sehen uns nächsten Samstag. Ciao, macht's gut.